Ein herzliches Willkommen zum Mathematikrätsel auf spektrum.de. Und jetzt viel Freude beim Lösen des Rätsels. Zunächst die Aufgabe. Ein Quadrat, 4 Kreise in den Ecken, weitere 3 Quadrate, ebenfalls Kreise in der jeweiligen Ecke. Es sind insgesamt 13 Kreise und die Zahlen von 1 bis 13 sollen auf die Kreise verteilt werden und jede der Zahlen muss genau einmal vorkommen. Addiert man die 4 Zahlen in den Quadratecken, soll bei allen 4 Quadraten der Wert 26 herauskommen. Hier ein Beispiel, natürlich nicht die richtige Lösung, 11 plus 5 plus 8 plus 2 muss 26 ergeben. Die Frage: Wie müssen die 13 Zahlen verteilt werden? Hier kommt die Lösung. Zunächst einmal die Ausgangsposition mit den Quadraten und den Kreisen. Addiert man die Quadratwerte, ergibt sich der Wert 104. Hingegen, wenn man die ersten 13 Zahlen addiert, lediglich der Wert 91. Woran liegt es? Es liegt daran, wie diese Kreise zeigen, dass in der Mitte 3 Kreise für jeweils 2 Quadrate zählen. Also kann der Wert 104 minus 91 gleich 13 genommen werden und die 13 muss auf diese 3 sich überlappenden Felder verteilt werden. Dazu gibt es eine Anzahl von Möglichkeiten. 1 plus 2 plus 10. Wir suchen also alle möglichen Summen, die den Wert 13 haben. Davon gibt es insgesamt 8. 13 gleich 2 plus 4 plus 7 und schließlich 3 plus 4 plus 6. Wählen wir jetzt eine dieser Möglichkeiten aus, geben die 1, die 5 und die 7 in die überlappenden Felder, bleiben für die restlichen die anderen Zahlen übrig, die übrigens jetzt nicht mehr so schwierig sind, sie zu bestimmen. Man muss ein bisschen knobeln, aber grundsätzlich müssen die Felder in der Mitte, hier 1, 5 und 7, besetzt sein. Hier bleibt noch die 10, dann muss dort die 4 stehen und schließlich haben wir die 11, 11 plus 7, 18, plus 6, 24 und schließlich plus 2, 26. Das ist eine der möglichen 8 Lösungen für diese Aufgabe. Eine weitere: Wählen wir die 2, die 5 und die 6 in der Mitte in den überlappenden Feldern, ergibt sich diese Möglichkeit. Und so ließen sich jetzt die anderen 6 Möglichkeiten auch finden. Und das ist die Lösung der heutigen Aufgabe.